herzlich willkommen zu dieser neuen Splatoon 2 Folge. Und ja, ich spiele euch mal wieder Muschelchaos. Und zwar mit dem ganzen normalen Schwapper. Vielleicht spiele ich später noch einen Klecks oder so, habe ich mir überlegt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gut, Muschelchaos ist ja wie schon, ich sag's ja relativ oft, ich muss reinkommen. Ich habe schon länger kein Schwapper mehr gespielt. Muschelchaos ist ja, wie ich schon, ja, auch öfters sage oder so, ist jetzt dieser Modus, den ich von allen Rank-Modi noch so am wenigsten feiere. Klar, mittlerweile muss ich sagen, dass ich ihn deutlich, hallo Hisoka. muss ich sagen, dass ich ihn deutlich mehr feiere als noch früher, also mit früher meine ich jetzt, ja, vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, also muss nicht unbedingt ein Jahr sein, kann auch weniger lange her sein, aber, ich hatte kein Tinte, geil, ich werde mal ein bisschen hier warten, genau, aber vom Jahr oder so, boah, also heute ist mit Aimen echt so eine Sache, aber von einem Jahr oder halt auch noch vor mehreren Monaten war ich wirklich gar kein Fan von diesem Modus, mittlerweile muss ich aber sagen, dass mir der Modus echt gut gefällt und irgendwie, keine Ahnung, ist zwar immer noch, ich würde zwar immer noch sagen, dass die anderen Modi, dass ich alle ein bisschen mehr mag, aber, okay, du hast definitiv den Profi-Kleckser. Was die anderen Modi ein bisschen mehr mag, aber den trotzdem. Also mittlerweile feiere ich den echt wirklich. Keine Ahnung, es macht natürlich doch trotzdem noch deutlich mehr Sinn, wenn man jetzt mit irgendwie Mate zusammenspielt, mit dem man halt auch redet, so als ob, als das jetzt. Oh Gott, ich, wollte mich ein bisschen verziehen, um Leben zu regenerieren. Ich weiß, dass du weißt, dass ich hier bin. Und ich dachte, dass ich dich vielleicht von der Range erreiche. Habe ich auch. Gut, das wird jetzt interessant. Hallo. Ja. Ah, komm, ich werde fast rechtzeitig runter. Also ihr seht schon, ich lasse mich ein bisschen vom Klecksroller auseinanderleben. Die einfach daran, zum einen muss ich sagen, dass, also ich persönlich glaube, ich würde mit dem Klecksroller auch eventuell, wenn der einen Schwapper nehmen würde, den auseinandernehmen. Aber liegt einfach daran, dass ich wahrscheinlich, ich meine, ich spiele relativ viel in Klecksroller. Du lebst noch, hallo? Ich dachte, der wäre runtergegangen. Wisst ihr, ach komm, nee, wirklich, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mein Ziel ist es, mehr Kills als jetzt zu haben. Was schwierig wird, weil er mich schon öfters gekillt hat, als die Kills ich insgesamt. Also der hat mich schon öfters gekillt, als dass ich insgesamt Kills gemacht habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Komm, ja, nee, tut mir leid. tut mir leid. Komm, ja, jetzt habe ich dich mal, danke. Oh Gott, hallo. Wurde auch mal Zeit, wollte ich sagen. Profi-Klecks, das ist immer so eine nervige Waffe tatsächlich. Aber man kann, wenn man zumindest in der Nähe ist, tatsächlich ganz gut gegen Profi-Klecks ankommen. Ich meine, dafür, wenn man jetzt auf Fernkampf kämpft, wie jetzt zum Beispiel, beziehungsweise der Profi-Klecks mich einfach sieht, bevor ich ihn andersweise sehen würde, dann, ja, hat man nicht so viele Chancen, versteht sich. Ich wollte abhauen, ist recht. Da der einfach 3-hitten kann und das war manchmal schon echt nervig. Gut, Klecksroll ist ja tatsächlich auch meine Main-Waffe, wie ich ja schon sehr oft sage. Von daher, vielleicht wäre ich mit dem Klecksroller gerade auch ein bisschen besser aufgehoben, man weiß es nicht. Sorry, ich muss das einnehmen. Yep, ich würde aber ein bisschen abhauen, weil ich genau weiß, dass du da ankommst. Genau, weil wenn du so gerade auf mich zuläufst, dann sollte ich, wenn ich mich nicht komplett schlecht anstelle, dich eigentlich töten. Yep. Gut. Oh Gott, ja gut, da hätte ich wenig machen können. Wie gesagt, was ich vorhin noch sagen wollte, ist natürlich, dass Muschelchaos auch ein Modus ist, wo man wirklich sehr großen Vorteil hat, würde ich sagen, wenn man mit einem Team zusammenspielt, mit dem man halt auch wirklich redet, statt einfach nur halt so mit den, also mit Mates halt zusammenspielt, ohne mit denen zu reden. Ich würde sagen, wie gesagt, das ist ein Modus, wo man schon sehr großen Vorteil hat, wenn man mit den Mates reden kann, würde ich jetzt behaupten zumindest. Hallo, danke. Gut, oh Gott. Komm, wenn ich dich töten kann. Ja, dann kann ich durchkommen und den durchwerfen. Perfekt. Okay, hey, die zweite gleich noch. Gut, ich kann, bisschen dichter abholen. Ey, was ist es denn? Also wirklich irgendwie, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, als würde dieser Klecksroller irgendwie, keine Ahnung, als könnte ich dir einfach nicht treffen. Ja, aber wir fühlen ziemlich eindeutig, wir haben es noch nicht einmal geschafft, das durchzuwerfen. Ja, sieht gut für uns aus. Weil sagen wir mal so, es sieht definitiv besser für uns aus, als für das Gegnerteam. Komm, jetzt kriege ich dich nicht. Ach Mann, ich wirklich, also gegen diesen Klecksroller, keine Ahnung, ich treffe einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie kann ich diesen Klecksroller einfach nicht treffen. Naja, was soll's. Wir liegen auf jeden Fall ziemlich eindeutig vorne. Und ehrlich gesagt bezweifle ich auch, dass die Gegner uns noch aufhalten können irgendwie. Komm, willst du mir doch welche zuwerfen? Danke. Ah, danke, perfekt. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich habe immer noch dasselbe. Ich war ziemlich verwirrt. Gut, wir haben auf jeden Fall gewonnen, wenn hier noch Supermuscheln liegen. Ja, das tun sie. Der lässt sich aber gerade ein bisschen Zeit. Oh, komm, komm, komm. Please, please, ich treffe nicht. Wow, okay, na gut. Ich meine, wir haben gewonnen. Sollen wir rechts in die Gegner haben tatsächlich nicht einmal eine Supermuschel reinwerfen können. Also, ja, alles gut. Ich würde sagen, ich habe einigermaßen Kills gemacht. Waren jetzt nicht allzu viele, aber jetzt auch nicht wenige. Kam mir zumindest nicht so vor, als wären es jetzt ja so viel oder so weniger gewesen. Ich habe 15 Kills. Okay, sogar die meisten tatsächlich. Ja, gut. Gefühlt hat der Klecksroller einfach nur mich getötet, beziehungsweise die Hälfte der Kills waren wahrscheinlich tatsächlich ich. Gut, ich würde sagen, die Runde lief jetzt, aber ich habe überlegt, den Kleckser zu nehmen. Aber tatsächlich, da die Runde jetzt einigermaßen lief, ich meine, ich hatte die meisten Kills, bleibe ich erstmal bei dieser Waffe. Okay, die Steinkillergruppe. Also die hatte ich auch schon sehr lange nicht mehr. Das ist auch eine Map, die ich in Splatoon 1 relativ häufig gespielt habe, soweit ich mich erinnern kann. Okay, mal sehen, ob diese Runde wieder ganz so gut läuft wie die letzte. Ich meine, letzte haben die Gegner nicht einmal eine Supermuschel reinwerfen können und wir haben es, keine Ahnung, 4-5 Mal. Also, ich bezweifle mal, dass sie wieder so gut laufen wird. Okay, aber mal sehen. Ich, hab irgendwie getroffen. Holy shit, als ob ich jetzt schon eine Supermuschel habe. Oh Gott, ja, da anzupuschen wird lustig.
Oh. Ja gut, okay, wenn hinter mir ein Sniper ist, kann ich mir nichts machen. Keine Ahnung, ich wollte mich halt erstmal da ein bisschen in Sicherheit bringen vorerst und dann halt zusammen mit meinen Mates vorpushen, weil alleine, ja, hätte ich eh nichts erreichen können so. Keine Ahnung, also wäre schon sehr unwahrscheinlich gewesen, dass ich da jetzt irgendwas hätte machen können alleine. Von daher habe ich lieber mal abgewartet. Ja, dich habe ich. Oh, oh Gott. Wisst ihr, manchmal, keine Ahnung, wenn man die Schwammraketen zündet und dann direkt vor jemandem, vor einem Gegner, ist das schon echt ungünstig. Passiert relativ selten natürlich, aber es ist schon ungünstig. Natürlich passiert das auch nur, wenn man nicht vorher weiß, dass da ein Gegner ist. Weil ich meine, wenn ich weiß, dass direkt vor mir Gegner ist, finde ich auch nicht die Schwarmraketen, ist klar. Gut, tatsächlich haben es die Gegner einmal geschafft, das Ding durchzuwerfen. Wäre jetzt nur gut, würden wir sie diesmal aufhalten können. Hallo? Oder können wir. Also ich weiß nicht, manchmal ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Ja gut, scheint zumindest nicht so, als wären wir den Gegnern generell komplett unterlegen oder so. Oh, schade, schade, schade. Ich habe gar nicht gewusst, dass da hinten eine Lage habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass einer von uns schon mal vorgepusht ist. Ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass diese Map für den Modus ganz interessant ist, weil, ich meine, die Map ist relativ offen so. Oh Gott, ihr seht mich. Komm. Ah, ich wollte seinen Schuss, ich wollte seine Hilfe, ich kann nicht reden. Ich wollte, dass er seinen Schuss raushaut, damit ich vorerst erstmal minimal sicherer bin. Oh Gott, okay, ja, keine Chance, wenn er Klecksroller ist. Ja, ich wollte auf jeden Fall, dass er seinen Sniper-Schuss raushaut, damit er halt nicht um die Ecke springen kann und mich halt one-hitten kann. Und hier haben den nächsten Punkt. Uiuiui, na, ob das heute was wird, wer weiß. Oh Gott, ja, ich werfe lieber mal die Bombe hin, weil ich nämlich davon ausgehe, ich habe keinen Tinte, dass ich eh gleich sterben werde. Oh, Hilfe. Oh, keine Tinte zu haben, ist echt kritisch. Auf jeden Fall bin ich halt davon ausgegangen, dass ich eh gleich sterben werde, weil ich meine, da waren drei Gegner oder so. Und ich dachte halt, dass jetzt nicht alle unbedingt Muscheln werfen würden, sondern halt auch irgendjemand versuchen würde, mich zu töten. Damit sie halt dann direkt danach bessere Chancen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber hat scheinbar niemand gemacht. Auf jeden Fall kam mir das ganz recht, dass es niemand gemacht hat. Aber auf jeden Fall, da ich halt davon ausgegangen bin, habe ich erstmal, und mir fehlt nur noch eine Muschel. Das heißt, wenn der da vorne eine Muschel hat, also mir zuwerfen kann, please, wirf mir eine Muschel zu. Wirf mir doch nur eine Muschel zu. Du musst mir doch nur eine Muschel zuwerfen. Wisst ihr das? Ich verstehe das nicht, wenn die nicht eine Muschel mir zuwerfen wollen. Eine Muschel! Das Problem ist, dass ich mir jetzt nicht traue, hier rauszukommen. Was macht denn mein Mate hier eigentlich? Er sollte mal eine einzelne Muschel holen. Wisst ihr, wenn der. Ey, also keine Ahnung, ich verstehe manchmal die Mates in diesem Modus nicht. Ich meine, dass ich mich da verstecke, macht ja Sinn, weil ich halt nur noch eine Muschel muss mir zugeworfen werden, dann kann ich es machen. Aber dass mein Mate sich da versteckt, macht halt null Sinn. Hallo? Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt. Ja, wenn ich nämlich mich jetzt halt offenbaren würde. Oh, okay. Wenn ich mich jetzt nämlich offenbaren würde, also wirklich, also keine Ahnung, ich glaube, der Mate hat gar nicht verstanden, was ich wollte. Also, ich kann es nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Auf jeden Fall, wieso ich mich da mit 9 Muscheln versteckt habe, war halt, weil eigentlich eine Muschel nicht allzu weit entfernt war. Die hätte mein Mate ja einfach holen können und sie mir zuwerfen können und dann easy, dann hätten wir einfach Punkte geholt. Aber nein, hat mein Mate aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht gemacht. Auf jeden Fall, wieso ich das nicht probiert habe, ist natürlich, weil wenn ich es probiert hätte, wüssten zum einen alle Gegner, dass ich da bin, weil halt, ja, ich die Supermuschel logischerweise dann hätte. Und zum anderen, keine Ahnung, dann hätte ich halt, wie gesagt, die ganze Aufmerksamkeit von allen Gegnern auf mich gezogen. Und ganz ehrlich, was soll ich machen gegen hunderte Gegner. Gut, wäre geil, wenn ich die da durchwerfen könnte. Danke. Ich meine, jetzt habe ich zwar das hier gemacht, aber ja, meine Mates sind halt nicht da, ne? Naja, und wieso mein Mate sich bei mir versteckt hat, ich raff es immer noch nicht. Mal also verstecke ich mich auch einfach ungern, also bleib die ganze, also bleib ungern halt lange in der Runde einfach an irgendeinem Ort still, weil ich das, keine Ahnung, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, langweilig finde oder einfach, ich sag jetzt einfach mal low. Und oh Gott, ich. Ja, oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Holy shit, ich hab's perfekt abgetimt. Es war zwar gar nicht, also, keine Ahnung, beabsichtigt, dass ich es so perfekt abtimen würde, weil ich dachte, dass das Ding draußen wäre. Aber wenn meine Mates auch irgendwas zuwerfen würden, was sie nicht tun, dann hätten wir es. Kann es sein, dass ich die einzige Person bin, die überhaupt Supermuscheln da reingeworfen hat? Ich habe drei Supermuscheln reingeworfen. Ich glaube, niemand aus meinem Team hat sonst welche reingeworfen. Ja, gut, was soll's. Okay, naja, schade, leider verloren. Lag vielleicht dran, dass meine Mates, ich weiß nicht. Oder zumindest zwei haben leider nicht ganz so viele Kills gemacht. Vor allem der mit den 6 Kills. Ich meine, ich hatte wieder die meisten. Also ja, ich beschwere mich jetzt mal nicht darüber, wie ich gespielt habe. Aber gut, vielleicht läuft es in der nächsten Runde wieder besser. Okay, schon wieder auf der Muskelbude. Naja, mal sehen. Vielleicht läuft es ja wieder besser. Also was jetzt Kills anging, muss ich aber sagen, war ich die 2 Runden bisher eigentlich schon ganz gut, wie ich. Also würde ich jetzt behaupten zumindest. Was ich vielleicht noch ein bisschen besser fände, wäre, wenn mein Team einfach besser zusammenarbeiten würde. Klar, ich weiß übrigens, dass du da unten bist. Klar liegt auch ein bisschen an mir, da werden wir nicht so gut zusammenarbeiten, weil ich meine, jeder gehört zum Team dazu. Aber zum Beispiel jetzt gerade eben verstehe ich nicht, wieso der eine nicht einfach diese eine Muschel geholt hat. Ich meine, es hatte gar keinen Sinn für den, dass er sich versteckt hat. Der hat wahrscheinlich einfach nur gesehen, dass ich mich da versteckt habe und dachte sich so, ja komm, wird schon Sinn haben, wenn du dich da versteckst, dann verstecke ich mich auch mal da. Oder ich weiß es nicht, was er sich gedacht hat. Und was habe ich da bitte gerade gemacht? Oh Gott, mit einem Push gleich die Hälfte runter. Eieiei. Hallo, wollt ihr die vielleicht mal aufhalten oder so? Weißt du, wisst ihr, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, als.
Ich muss nichts sagen, wenn ich so aim. Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass meine Mates, keine Ahnung, einfach keine Lust haben, irgendwie zu gewinnen. Ich weiß nicht, aber bei einem Push auf, ja, 38 runter. Klar, wie gesagt, es liegt immer an jedem im Team in der Regel. Aber, naja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wieso zum Teufel? Hä? Leute. Ich geb's auf. Ich geb's auf, mein Team zu hinterfragen. Wieso zum Teufel liegen da hinten zwei Supermuscheln? Also, was will man... Okay, einmal muss ich's noch machen. Wieso zum Teufel... Also, ich meine, die erste Person hat sich ja nicht teleportiert, weil die muss ja davor gepusht sein. Das heißt, oder sie hat sich als jemand teleportiert, der vorne was aus meines Erachtens auch gar keinen Sinn ergeben würde. Aber wieso zum Teufel teleportiert sich dann die zweite Person auch noch dahin so ein, wenn sie gesehen hat, dass die erste Person eh schon da gestorben ist. Und zum zweiten, wir können das so sagen, ich weiß es nicht. Wieso macht man das überhaupt? Es macht doch gar keinen Sinn, sich in die Basis der Gegner komplett rein zu teleportieren und dann versuchen, auf gut Glück hier irgendwie zu überleben und halt... dann die Punkte durchzubringen. Das macht doch gar keinen Sinn. Klar, ich verstehe schon, wieso man irgendwie... Hallo? Wieso man halt versucht, irgendwie zu den Gegnern vorzukommen und dann hier Muscheln durchzuwerfen. Ist ja klar. Aber man geht doch nicht so unglaublich weit vor. Das macht doch gar keinen Sinn. Also würde man sich jetzt hierhin teleportieren? Okay, das ist mir eh schon... Wäre mir schon zu riskant. Aber gut, ich meine, weil die Gegner sehen, dass du dich dahin teleportierst. Aber man teleportiert sich doch nicht in die Basis der Gegner rein, um dann einfach nur, keine Ahnung, zu sterben. Es macht doch null Sinn. Wie gesagt, ich verstehe absolut den Sinn, wenn man sich vorteleportiert, um, keine Ahnung, irgendwie da was zu machen. Aber dann soll man sich auch vorteleportieren und nicht irgendwie, keine Ahnung, wirklich in den Spawn der Gegner rein. Wisst ihr, das wäre wie, als würde ich mich irgendwo hin teleportieren, wo ich weiß, dass gerade, keine Ahnung, dass mich alle vier Gegner gleich hier, wenn ich mich dahin teleportiere, irgendwie abfarmen würden. Das mache ich doch auch nicht. Ich teleportiere mich doch auch nicht irgendwo hin, wo ich weiß, dass alle Gegner sind. So, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso sollte ich? Könnte ich mir auch gerade fragen, wieso sollte ich bei dem, was ich hier gerade zusammenspiele? Das ist auch ein bisschen seltsam. Wie gesagt, man geht doch nicht irgendwo hin, wo man weiß, dass man eh sterben wird. Vor allem, wenn es gerade darum geht, ob man eventuell gewinnen kann oder nicht, dann gibt man doch erst recht unnötiges Risiko ein. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich gehe davon aus, dass wir dieses Match eh schon zu 100% verloren haben. Ja, kann ich nichts machen. Klar, ich habe wirklich bisher eigentlich wenige Kills gemacht und so weiter und so fort, aber ich würde auch nicht sagen, dass meine Mates wirklich besser gespielt haben. Ja, ich muss ganz einfach sagen, die Gegner waren einfach besser. Also zum einen, wie gesagt, ich selber wirklich, würde ich sagen, war nicht wirklich gut. Zum anderen haben meine Mates teilweise auch so unglaublich seltsam gespielt. Das waren zwei komplett verschwendete Supermuscheln. Ich weiß nicht, was sie damit ansatzweise erreichen wollten. Also es war ja nicht so als... Ach, ich kann nicht mal das Ding einsammeln. Es war ja nicht so als, keine Ahnung, hätte es irgendwie ansatzweise Sinn ergeben, sich da rein zu teleportieren. Ich meine, der einzige Gedanke... Also ich kann vielleicht versuchen, den Gedankengang nachzuvollziehen. Und zwar, dass man sich halt dahin teleportiert, weil es halt nah am Korb dran ist. Aber... Man teleportiert sich doch, also trotzdem macht es keinen Sinn, sich dahin zu teleportieren, weil es einfach viel zu nah am Spawn der Gegner ist und da eh viel zu viele Gegner sein werden. Und selbst wenn die Gegner nicht da sind, dann können sie sich easy einfach zu ihrem Spawn teleportieren. Ich meine, das können sie immer machen, da muss kein, ja, Mate in der Nähe sein, um sich dahin zu teleportieren. Also ihr seht, ich habe 7 Kills, ich war keinesfalls jetzt wirklich gut, aber trotzdem, naja gut, ich meine, zumindest habe ich die ersten 2 Runden viele Kills gemacht, was soll's. Habt euch den Tag, macht's gut, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.